Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Mut ist nicht, dass wir keine Furcht mehr haben, sondern dass wir sie überwinden. Lass dir nicht von Furcht vorschreiben, was du tun willst oder tun sollst, sondern tue das, wofür Gott dich geschaffen hat. Keine Aussage in der Bibel steht so oft wie, fürchte dich nicht. Habt ihr das schon gelesen? Fürchte dich nicht. So oft lesen wir das. Und Furcht ist eine Waffe des Teufels, die versucht, uns auszuschalten. Deshalb werden wir so oft darauf hingewiesen, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Oftmals arrangieren wir uns mit der Furcht. Wir tun viele Dinge nicht, die wir eigentlich tun sollten, weil wir Angst haben. Furcht drängt uns in eine Ecke, die uns handlungsunfähig macht. Wir verstecken uns, wenn wir Angst haben. Mut dagegen ist, die Furcht zu überwinden. Du kannst gesegnet und gesalbt sein und trotzdem Angst haben. Wir sehen das an vielen Beispielen in der Bibel. Auch ich habe schon Angst gehabt, vor bestimmten Sachen einfach zu tun. Und es beschleicht uns einfach die Furcht, wenn wir Dinge tun, die wir vielleicht noch nie getan haben. Doch der Punkt ist, dass wir die Angst überwinden und sie nicht in unser Leben lassen. Mose ist uns da ein gutes Beispiel. Gott erschien dem Mose im brennenden Dornbusch und da heißt es in 2. Mose 3, Vers 6. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich. Auch Mose hatte Angst. Die Helden der Bibel wurden alle mit Angst konfrontiert. David, Josua, Gideon, die Jünger alle, die Liste ist lang. Aber bleiben wir bei Mose. Gott hatte einen Auftrag für ihn. Und wir sehen hier, dass Gott sich auf Überzeugungsdebatte einlässt, um Moses Angst auszuräumen. Er gibt ihm den Auftrag, zum Pharao zu gehen. Und der Mose sagt in Vers 11, Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Hast du auch schon gedacht, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich denn, dass ich dies und jenes tun soll? Wie kann ich denn das schaffen? Und Gott erwiderte ihm, ich werde mit dir sein. Gott selber sagt zu ihm, ich werde mit dir sein. Doch Mose genügt das nicht. Er beginnt zu handeln mit Gott. 2. Mose 4, Vers 1. Und Mose antwortete und sagte, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Gott versuchte ihn zu überzeugen, indem er sofort einige Wunder vor seinen Augen tut. Ihr müsst das mal nachlesen. Und auch dich will Gott überzeugen, dass du fähig bist, das zu tun, was er dir aufgetragen hat. Mut ist nicht, dass wir keine Furcht mehr haben, sondern dass wir sie überwinden. Lass dir nicht von Furcht vorschreiben, was du tun willst oder tun sollst, sondern tue das, wofür Gott dich geschaffen hat.
Da, wo er dich hingestellt hat, da fühle diesen Platz aus. Furcht drängt uns in eine Ecke, in die wir gar nicht wollen. Mose zieht alle Argumente hervor, die er hat, um das nicht tun zu müssen, was Gott von ihm will. Ich kann mir vorstellen, je mehr er darüber nachdachte, desto verzagter wurde er. Kennen wir das nicht auch? Oh, jetzt soll ich dahin gehen. Ich soll Zeugnis geben, soll von Jesus erzählen, soll mich auf neues Gebiet wagen. Und wenn's doch schief geht? Das ist immer der Satz des Teufels. Und wenn's schief geht? Daraus entsteht die Angst. Wir sind blamiert oder wir sind ruiniert oder Verlust von etwas. Die Frage, kann das Gott? Hilft er mir? Mose zieht alle Register und sagt in 2. Mose 4, Vers 10. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Also es war gestern so, es war vorgestern so und jetzt ist es noch genauso. Was soll ich denn tun? Das heißt, ich kann das nicht. Er sagt, mein Zustand ist immer noch der gleiche und ich kann nicht reden. Und Gott erwidert in Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub? Sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Klare Aussage. Doch Mose hat noch mehr Einwände. Er versucht immer wieder, da rauszukommen aus dieser Aufgabe. Und er sagt dann in Vers 13, er aber erwiderte, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Und da hört man ein bisschen heraus, lass mich doch in Ruhe mit deinem Auftrag. Immer wieder, ach Herr, hast du auch manchmal so ein, ach Herr, schon wieder oder ach Herr, was ist denn das? 2. Mose 4, Vers 14. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Gottes Geduld währt lange. Doch hier lesen wir auch, dass er irgendwann einen Punkt setzt. Und dann lässt Mose sich darauf ein. Und diese ganze Argumentation geschieht vor dem brennenden Dornbusch, aus dem Gott mit ihm redet. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, hat er dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst dafür. Du musst sicher nicht ein Volk aus Ägypten führen, wie der Mose, aber er hat dir den Auftrag gegeben, das zu meistern, wo er dich hingestellt hat. Familie, Beruf, deine Umgebung, vielleicht ehrenamtliches Engagement oder was auch immer. Er wird mit dir sein, genauso wie er mit Mose und all den anderen war. Gott ist unverändert und immer noch derselbe. Und deshalb ist er auch mit dir. Du kannst mit Gott argumentieren, aber du wirst nicht siegen. Du kannst aufgeben und davonlaufen, wie es zum Beispiel Jona gemacht hat. Aber
mit Gott lässt sich nicht dahingehend argumentieren, dass er aufgibt, sondern er ist an deiner Seite und deshalb bist du fähig, seine Pläne auszuführen. Und nichts in der Bibel steht so oft geschrieben wie die Aussage von Gott an uns Menschen: Fürchte dich nicht, verzage nicht. Der Teufel versucht immer, uns zum Verzagen zu bringen, unseren Mut zu stehlen. Und er schafft es manchmal auch. Auch da gibt es ein Beispiel für uns. Und sehen wir uns die Geschichte von Jona an. Was treibt einen Menschen dazu, total entgegengesetzt zu laufen, als Gott es gesagt hat? Angst, Verzagtheit. Wir wissen nicht, was im Herzen von Jona vorgegangen ist. Er hat nicht einmal argumentiert mit Gott, so wie Mose, sondern ist einfach davongelaufen. Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Wir können uns nicht verstecken vor Gott, und davonlaufen nützt nichts. Jona stieg in ein Schiff nach Tarsis und Gott schickte einen Sturm. Was für ein Unterschied zu Mose. Gott stellte Mose jegliche Hilfe zur Seite, bestätigte, dass er mit ihm sei, rüstete ihn aus, um Wunder zu tun, mit Segen und Salbung. Und hier schickt Gott einen gewaltigen Sturm. Ein Sturm, in dem andere Menschen in Gefahr kommen. Manchmal sind durch unsere Angst und Verzagtheit auch andere Menschen betroffen. Es heißt, die Seeleute fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jona 1, 5 und 6. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Jona schläft seelenruhig, obwohl sie in Gefahr sind. Und erstaunlich, ungläubige Menschen müssen Jona daran erinnern, zu seinem Gott zu rufen. Sie fragten ihn nun, was los sei mit ihm. Jona 1, 9 und 10. Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Jona sagt: Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Manchmal tun wir einfach widersprüchliche Sachen, weil wir Angst haben. Es gibt keine andere Erklärung. Der Sturm wurde immer schlimmer und Jona sagte: Werft mich ins Meer, ich habe erkannt, dass es wegen mir ist. So geschah es und Gott schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und er war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Dort kam er zur Besinnung.
Jona 2, 2 und 3. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und Gott hört dich, wenn du zu ihm rufst. Egal aus welchem tiefen Loch dein Schreien kommt, er hört dich. Vielleicht bist auch du weggelaufen und hast gedacht, Gott sieht das nicht. Gott ist es egal. Und wenn du wegläufst, kommst du irgendwann in Bedrängnis. Es ist nicht der Weg Gottes für dich. Und Vers 5, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Dennoch kannst du dich zum Herrn wenden. Egal wo du bist und egal was du gemacht hast, dennoch kannst du zurückkommen in die Gegenwart Gottes. Dennoch halte fest, Gott hat dich nie verlassen. Und in Vers 8 sagt er, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. In seiner Bedrängnis, in dieser Dunkelheit, wo er saß, dachte er an den Herrn. Und er gibt zu, bei dem Herrn ist Rettung. Dann spuckte der Fisch ihn aus und er landete auf dem trockenen Land. Und das war bestimmt eine unsanfte Landung. Man kann sich das vorstellen. Manchmal tut es auch weh, wenn wir wieder zurechtgebracht werden. Nicht immer ist das eine sanfte Landung. Wir werden manchmal ganz schön durchgeschüttelt. Gottes Gesinnung ist, er lässt nicht locker. Er möchte dich auf dem Weg haben, was er dir zugedacht hat. Jona 3, Vers 1 und 2. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und Jona geht. Und wir wissen, dass er ziemlich störrisch war bei der Ausführung seines Auftrages. Und glaube nicht, dass Gott ablässt von dem, was er für dein Leben vorgesehen hat. Er wird immer versuchen, dich zurückzubringen und dich dahin zu führen, was sein Weg für dein Leben ist. Und was uns immer wieder abhält, das ist Angst und Furcht. Mach keinen Rückzieher von dem, was du tun solltest. Lass dich nicht abhalten und einschüchtern. Lass dich nicht abbringen von dem, was richtig ist. Und folge nicht dem Zeitgeist. Wir sehen manchmal, wie es bei anderen läuft und vielleicht, wie gut sie es haben, und sie nehmen einen anderen Weg, den wir vielleicht gern hätten. Folge nicht dem Zeitgeist. Sei mutig, dein Leben zu führen, nicht das, was andere von dir erwarten, sondern dein Leben, den Weg, den Gott für dich hat. Wenn wir den Weg gehen, was andere von uns erwarten, ist das oft nicht das, was Gott für uns will. Das Leben, wofür du bestimmt bist. Mut ist, nicht mit der Meinung der Menge oder der Mehrheiten zu laufen. Von was lassen wir uns beeinflussen? Oftmals von Altlasten, von Schuld oder was uns alles passiert ist, Verlust, Missgunst, Neid, Schicksalsschläge, was auch immer. Wenn wir darauf schauen, sind wir unseren Mut
los, mutlos. Angst baut sich auf. Wie soll das werden? Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten liegt. Und das sagt er nicht einfach so. Paulus hat Menschen umgebracht. Und wenn er daran hängen geblieben wäre, hätte Gott ihn nie gebrauchen können. Es gibt Hoffnung für dich. Vergiss, was hinter dir liegt und streck dich aus, was vorne ist. Überwinde deine Furcht und fasse Mut. Furcht reduziert dein Leben, weil du viele Dinge nicht machst, die du eigentlich tun sollst. Wenn Paulus Angst gehabt hätte aufgrund seiner Vergangenheit oder Angst vor seinem Auftrag, es hätte keinen Paulus gegeben, so wie wir ihn kennen. Was wäre aus ihm geworden? Er hat seine Angst überwunden. Er war mutig, sogar nach Jerusalem zu gehen, obwohl er wusste, dass er dort ins Gefängnis kam. Aber er wusste auch, dass Gott gesagt hat, fürchte dich nicht. Und das Gegenteil lesen wir in Richter 7, Vers 3. Gott sammelte dort Gideons Männer, um den Feind zu besiegen. Und da sagt Gott, wer furchtsam und verzagt ist, kehre um. Ganz klar. 22.000 Männer kehrten um. Nicht zu gebrauchen für Gottes Absicht. 22.000 Männer. Angst ist kein guter Ratgeber. Und wenn wir uns fürchten, sind wir schwach und wir ziehen uns zurück. Und der Teufel meint, er kann uns angreifen, weil wir schwach sind. Doch wenn wir schwach sind, ist er stark. Wir haben den Sieg in uns. Mut widersteht dem Teufel. Etwas in uns steht auf und der Teufel muss fliehen. Wenn der Teufel denkt, du bist schwach, dann steh auf und widersteh ihm. Sei ermutigt, denn der Teufel ist besiegt. Mut erfordert, Schritte zu tun. Furcht stellt dich in eine Ecke und reduziert dein Leben. Ein wunderbares Beispiel, einen mutigen Schritt zu tun, sehen wir bei Petrus. Die Jünger waren im Boot auf dem See und Jesus war allein, um zu beten. Da erhob sich ein Sturm und Jesus ging auf dem Wasser ihnen entgegen. Matthäus 14, 25 und 26. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Die Jünger hatten solche Angst, dass sie schrien. Vers 27 bis 29. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Er spricht ihnen Mut zu und sagt, habt keine Angst. Und Petrus überwindet seine Angst und sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus steigt aus dem Schiff und geht auf Jesus zu. Und er lässt sich ablenken von diesem starken Wind und die Angst überkommt ihn wieder. Doch Jesus ist da und belohnt diesen mutigen Schritt, indem er ihm seine Hand hinstreckt. Wenn du einen mutigen Schritt für Jesus machst, wird er dich niemals im Stich lassen. Er streckt dir immer seine Hand entgegen. Schau weg von deiner Angst. Und mach einen mutigen Schritt auf Jesus zu.
Petrus war der Einzige, der den Mut hatte, aus dem Boot zu steigen. Vielleicht bist auch du der oder die Einzige, die etwas tut, was andere nicht tun. Es gibt viele Zuschauer, die oftmals alles besser wissen und dich vielleicht sogar abhalten wollen. Lass dich nicht beirren, diesen Schritt zu machen, den Schritt, den andere nicht machen. Auch für dich gilt, fürchte dich nicht, denn Gott ist immer noch derselbe. Keine Aussage steht so oft in der Bibel wie diese, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Tue das, was du tun sollst und folge der Bestimmung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Er ist an deiner Seite und deshalb bist du fähig, seine Pläne auszuführen. Sei mutig und unverzagt. Amen.